Hallo und herzlich willkommen bei Schnell, Gut und Günstig. Heute mit dem Weihnachtsspecial. Das erste Video von insgesamt zwei Videos für ein richtig leckeres Weihnachtsgericht. Heute eine einfache braune Soße, die mit jedem Gericht kombiniert werden kann. Zunächst geben wir dafür das Maismehl in eine Pfanne ohne Öl und rösten es langsam an. Dabei nicht aus den Augen verlieren, sodass es nicht richtig schwarz wird. Dann schneiden wir die halbe Zwiebel in kleine Würfel und hacken die Knoblauchzehe. Dann in den Topf einen halben Esslöffel Butter geben, immer mal wieder das Mehl umrühren und in die Butter dann die Knoblauchzehe und die Zwiebel hineingeben. Dazu dann der halbe Esslöffel Tomatenmark, ebenfalls mit anrösten. Den Esslöffel Kümmel hinzugeben. Vorsicht, das Mehl, ganz wichtig, von der Platte nehmen, wenn es braun ist. Dann in den Topf den Puderzucker hinzugeben. Das Ganze gut verrühren. Und dann das Mehl hinzugeben. Das Ganze gut einrühren. Und dann mit der Gemüsebrühe und dem Rotwein ablöschen. Das Ganze dann gut aufkochen und mindestens 30 Minuten lang köcheln lassen. Immer mal wieder umrühren und am Ende noch abschmecken mit Balsamico, Salz und Pfeffer. Und fertig ist eine einfache Soße für das Gericht für nächste Woche. Guten Appetit wünschen wir und natürlich einen schönen 4. Advent. Bis nächste Woche wieder bei Schnell, Gut und Günstig.